Jaina gegen Garrosh. Sieg oder Tod. Ihr habt es so gewollt. Upsala. Da war wohl mein Mikrofon wieder aus. Warum auch immer. Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge Hearthstone. Oh Mann. Immer noch auf der Suche nach dem Gold durch Quests. Naja, Hearthstone Ranked Folge 11. Nur mal so abwegig. Ja. Gegen einen Krieger. Zu einer späteren Stunde. Weil zu einer späteren Stunde kriegt man die einfacheren Gegner. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Warum auch immer. Ich versteh's nicht. Ich kann das Mana schmecken. Natürlich kannst du das. Oh, das ist eine böse Kombination mit dem Wirbelwind. Werde ich mir durch den Kopf gehen lassen. Werde ich, glaube ich, mal irgendwann machen. So ein Deck. Oh, es hat auch seinen eigenen drauf. Okay. Schöner Zug, schöner Zug. Aber nicht schön genug. Du bist krank. Geh zum Arzt. Das kann man ja keinem antun. Ah, verdammt. Ah, das ist doof. Das ist doof. Ach, Netzfürst. Ja, den kann ich spielen. Ich habe zwar immer noch nicht herausgefunden, warum die Maus blinkt bei mir, aber müsste am Programm liegen. Es ist merkwürdig. Oh. Also, wie machen wir das denn bei... Ich habe insgesamt 5 Mana. Ich könnte nicht viel spielen. Aber was ich machen will, ist auf jeden Fall die Drachen weg. Und den Netzfürsten spielen. Falls der Krieger auf dumme Gedanken kommt. Für den Kriegshäuptling! Okay, ich hab jetzt eigentlich damit gerechnet, dass er tot ist, aber wenn er meint. Dann ziehe ich erstmal Karten. Ja, und dann. Messerjongleur. Und greife an. Ne. Ist gerade ein bisschen doof. Ein bisschen döver gelaufen. Aber er verschwendet seine ganzen Karten. Seine größeren Karten. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Ja, oh, sehr schön, sehr schön. Ich lasse das mir mal offen. Du kannst ihn nicht zum Toben bringen. Meine Klinge ist durstig.
Das vergessen die meisten Spieler vom Krieger. Zurück an das die wiederum kann er machen. Jo. Entschuldigung. Aber das kann ich jetzt noch nicht. Nein, wirst du nicht. Gehen Sie aus die Tür. Sie sind ja nicht erwünscht. So, was machen wir als nächstes? Ich weiß. Oh, das Spiel sollte langsam gegessen sein. So viel wird der Krieger nicht mehr machen können. Er könnte noch einen Spalten spielen. Oder zwei Wirbelwinde. Oder eine komische Kombination aus beidem. Aber danach ist vorbei. Krieger ist auch noch unschädlich gemacht. Und mit dem Armani-Typen muss er durch die Verteidigung kommen und bis dahin ist er tot. Schade, kein Feuerball. Da haben wir 11, 12. Er hat 17, fehlen noch 5. Die Schmerzen sprechen. Spielt ihr gern mit Feuer? Bisschen. Ja, warum? Ja, wie machen wir das am besten? Sie auf jeden Fall angreifen. Ansonsten ihn zum Schaf machen? Ihn zum Schaf, dann wird es zerstört und ich darf Garten ziehen ohne Ende. Ja. Boom. Ein Erdgolem. Und damit ist es gelaufen. Akolytische Schmerzen. Okay. Das soll eine Waffe sein? Das ging mal flott. Hey, Level 17. Und da es jetzt so gut lief, machen wir einfach nochmal eine Runde. Jaina gegen Thrall. Eure Zeit ist gekommen. Ja, gegen ein Schamanendeck. Da ist Glammstoß sicherlich nicht schlecht. Aber nicht in der ersten Hand. Und der Netzfürst ist relativ gut gegen einen Schaman. Er hat bestimmt viele Sachen, die kampffrei haben. Kältekegel brauche ich nicht. Oh, Feuerball Maligos. Oh, ho, ho, ho. Wie gern würde ich die in einem Zug spielen können? Hallo. Ah. Ach, ein erotisches Ei. Für der Ruhm.
Er wird sich denken, warum spielt das überhaupt einer? Ich denke mir, ja, um dich zu ärgern. Denn ich weiß, dass du irgendwas spielen willst, aber jetzt kannst du es nicht, weil es zu teuer ist. Ha! Ich sehe es ja schon. Ich könnte das Ei wegmachen. Jetzt denkt er sich, was für eine ungewöhnliche Karte. Die spielt sonst kein Magier. Ich sage, schön für dich. Ich spiele sie. Bumi. Bumi. Bumai, keine Ahnung. Na, spiel dein Totem. Da ist es ja. Er geht auf meine Magierin, okay. Das ist doof. Was könnte ich denn machen? Ich will das Ding unbedingt weg haben. Na komm. Feuerball drauf. Das eine schon mal weg. Ein nerviges. Das andere braucht gar nicht angreifen, weil das wird sowieso geheilt. Ah, Doomhammer. Schön, wie er es verbraten tut. Hahaha. Kälte Kegel. Ich seh erstmal Karten. Eine, zwei und da ist der Flammenstoß. Den brauche ich. Ganz dringend. Kampfschrei? Ein Kampfrausch? Nee, wahrscheinlich nicht. In so einem Deck gar nicht ungewöhnlich. Bei den ganzen Nullern, aber jetzt schon auszuspielen. Der Verteidiger von Argus, der war. Ja, der war zu erwarten. Standarddeck. Das Ding werde ich gleich zum Schaf machen. Und dann kommt er durch, egal, machen wir gerade scharf. Ich bin mal gespannt, was er noch spielen wird. Sowas zum Beispiel. Oh je. Was kann man denn noch spielen? Um den jetzt so aufzuhalten. Ich bräuchte meinen Frostblitz. Also den halte ich definitiv auf mit Kältekegel. Dann ist der nächste Runde eh tot und brauche ich kein Mana verschwenden. Was tun? Was tun? Okay, Felsbeißer. 10 Schaden. 14 Schaden. Oder? Ah, 6 Schaden. Aua. Sein.
Das ist auch schön. Ho, ho, ho. Absolut. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, also wenn ich das spiele. Ob die noch Schaden kriegen? Okay, tun sie. Aber die dürfte definitiv noch einen Glitch auf der Hand haben. Dürfte also gegessen sein. Es tut mir leid, dass das oder ist. Kern. Okay. Nicht, Gewittersturm. Yeah. Ach, bitter. Wäre aber ziemlich hart gewesen, wenn ich jetzt noch Alexstrasza gezogen hätte. Na, können wir so eine Kette nicht fortführen, aber was soll's? Ein Spiel kommt noch. Und zwar genau jetzt. Jaina gegen Uta. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Ihr habt es so gewollt. Ein Paladin. Gemischte Runde heute irgendwie. Nichts doppelt. Und ziemlich viele Spiegelbilder. Hallo. Er betätigt die Münze. Okay. Und beschwert den instabilen Ghoul. Oh. Das ist unschön. Dann spielt er definitiv ein Deck, was auf Control bedacht ist. Ah. Melde mich zum Dienst. Ob er schon gemerkt hat, dass es irgendwie doof ist mit dem etwas, was er beschworen hat. Vielleicht beschwört er noch ein zweites. Nö, tut nicht. Oh Mann! Ich bin doch ein Gemüse. Uiuiui. Weg damit. Das Dingo! Ja! Den mag ich nicht. Also nicht auf dem Feld haben. Ich glaube, das bringt Zerstäuben schon echt gut wert. Andererseits. Ziehen wir mal Karten. Eine Eislanze, naja. Mehr Spiegelbilder. Wobei es eigentlich verschwendet ist. Ja, es war verschwendet. Hätte Messerjongleur spielen müssen. Und dann Spiegelbilder. Das so spielen können. Oh, die ersten zwei Spiele waren so schön schnell. Das letzte. Es ist wieder langsam. Warum können nicht alle Spiele so schön flüssig schnell sein? Das erste war perfekt.
Das zweite war schon mehr wegen dem Krieger. Das dritte jetzt. Das reißt es natürlich wieder raus. Oh. Ja, hau rein da. Ah. Hooray! Oh Mann. Das werde ich jetzt nicht so auf mir sitzen lassen, wieder ein drittes Spiel haben. Ein richtiges drittes Spiel. Jaina gegen Garrosh. Sieg oder Tod. Nur aber. Nein, dich behalte ich. Dich behalte ich nicht. So. Ein richtiges drittes Spiel. Wenn ist das Standard? Den Standard-Hintergrund. Oder Standard-Kartenrücken eher. Oh Mann. Es könnte von Vorteil werden für uns. Ich frage mich, ob. Weniger Fragen, mehr Spielen. Vor allem in der ersten Runde. Yay, mehr Money Berserker. Das war nett. Oh, er haut die großen Karten schon so früh raus. Es kann nichts werden. Außer er will mich rushen und das wäre ein bisschen doof. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Der haut die echt so früh raus. Eigentlich eine Schande. Andererseits für mich gut. Ich muss die wegmachen. Ja, du. Leider. Also er spielt definitiv schon Kombinationen, das ist gut zu wissen. Lass dich im Herzen sprechen. Ah, ein schönes Feld. Perfekt für zwei Wirbelwinde. So dass ich zwei Karten ziehen darf. Stimmst du mir zu, Garrosh? Na? Kommt da noch was? Och, überleg wieder. Na? Nein. Die Tore sind geöffnet. Wie der einfach Basisdeck spielt. So ein Basisdeck mit minimal Profikarten.
Oh Mann. Mehr Schmerzen. Will ich wirklich gegen ihn Maligos spielen? Ich meine, die Möglichkeit hätte ich ja. In zwei Zügen. Ich fühle mich gerade schlecht irgendwie. Ich meine, ich spiele das Spiel jetzt schon seit 5 Seasons. Und dann immer Leute zu kriegen, die irgendwie ein Anfängerdeck zu spielen. Die ein Anfängerdeck spielen. Au, das ist... Okay. Boah, den ganzen Hand leuchtet. 5, 2, 5, 7. Mit ihm hier auf der Hand, auf dem Feld. Ha, ha, ha. Oh Mann. Okay, ich nehme alles zurück, er spielt Ragnaros. Okay, und zerstört wird nicht getriggert durch das Ding. Okay, gut zu wissen. Das ist ein Arschloch. Ein riesengroßes Arschloch. Leck mir am Chipsy, weg damit. So. Board clear. Mann, Mann, Mann. Vertrau niemals dem Standardkartenrücken. Da kriegst du immer Ragnaros in die Fresse geschmissen. Wobei viele Leute kommen sich ja auch. Alter, was? Ist das sein fucking Ernst jetzt? Wobei, soll er ruhig angreifen. Macht mir nicht. Haha. 5. 3. Ja. Aufgepasst. Ich bin bereit zu lernen. Machen wir es so. Der Krieger hatte noch nie eine Chance gegen einen Frostmagier. Weder in WoW noch in Hearthstone. Vor allem nicht, wenn er seine Karten so raushaut. Oh Mann, mach doch hin. Ich hatte gehofft, die Folge wird unter 30 Minuten fertig. Scheinbar nicht. Hey, du Pappenheimer. Nein, heute gibt's kein Wildschwein. Ich muss nimm die Pizza. Oh, sag mir nicht, es ist... Ah, er ist wieder da. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Oh, und schneller. Und Walk. Ja, das tut mir jetzt mal leid. Nur auf dem letzten Drücker. Auf dem allerletzten Drücker. Das wäre eine interessante Kombi mit dem im Schurkendeck, wo man alles einfach entfernt. Ja, mach ruhig. Oh, er greift mich an, okay. Ich bringe Leben. Malikas kann man auch eine Runde später spielen. Erstmal kommt Alex Straser. Ich bin die Essenz der Magie. Ich werde um uns. Neun.
Wenn das liegt und das, das komplette Feld voll ist, also es wird einfach leer sein. Vollständig. Ausradiert. Ich frage mich, ob... Oh, was ist denn jetzt los mit dem Kriegerchen? Gib einfach auf, du hast keine Chance. Ich dachte, mit beiden 12 Schaden. Kriegst du 2 Rüstungen dadurch. Hast du eigentlich noch ein Leben? Das wäre dann dadurch zerstört. Das ist eine Lüge. Das war miserabel. Ich hoffe, er lässt mich noch in Wesens Feuerballen oder so. Ich muss mich entscheiden. Oh, Himmel. Du kannst nichts mehr tun. Deine Niederlage steht fest. Beende einfach deinen fucking Zug. Boah, das ist so ein Arschloch. Das gibt's ja gar nicht. Yay, Maligos! Und so haben wir doch noch die 4 Spiele gewonnen. Yes! Oh, das war ja heute ziemlich gut. So ein bisschen später lohnt sich wohl. So gegen 2 Uhr. Wobei die Leute schlafen auch ruhig ein bei den Spielen. Wie dem auch sei, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und tut, was ihr tun müsst. Bis dahin, ciao, ciao.